Mein Job ist so eine Hetze, dass ich kaum dazu komme, kurz mal ins Kino zu fahren, bevor die Leute ihre Ausdrucke abholen kommen. Die Queue ist sowieso viel zu voll, als dass ich es alles rechtzeitig ausdrucken und sortieren könnte. Also kille ich alle kleineren Jobs bis auf zwei und die lassen sich im Nu sortieren. Nach dem Film, einer von diesen endlos Bertoluccis, wo der Held nach 3 Stunden endlich in grandiosen Visionen zugrunde geht, komme ich zurück, um die Ausdrucke auszugeben. Etwa 50 Leute warten draußen und ich habe 2 Ausdrucke. Stimmt ziemlich gut mit meinem Durchschnitt überein. Andererseits hätte ich mehr killen sollen. Egal. Ich lasse die beiden Ausdrucke elegant auf den Tisch gleiten, drehe mich um und gehe betont langsam zurück in meinen Glaskasten. Dabei halte ich deutlich sichtbar das Clipboard in der Hand, das mit den großen roten Buchstaben Accounts to Remove auf der Rückseite. Keiner sagt ein Wort. Wie immer. Ich sitze wieder gemütlich im Operator-Sessel und beobachte den Überwachungsmonitor, der zufällig mit dem Videoplayer aus der medizinischen Optik verbunden ist. Zur Reparatur hier. Geschätzter Termin der Rücklieferung irgendwann in 2005. Plötzlich klingelte das Telefon. Das muss heute schon das 2. Mal sein und es beginnt mir auf die Nerven zu gehen. Ja, sage ich und halte das Bild an. Ich habe aus Versehen meinen Lebenslauf gelöscht, sagt die Stimme am anderen Ende. Tatsächlich, wie war Ihr Username? Er sagt es mir. Scheiße, wie langweilig. Nein, nicht Sie haben ihn gelöscht, ich war's. Was? Ich habe ihn gelöscht. Er war voll mit Scheiß. In keinem einzigen Fach was Besseres als eine 2. Und der Mist mit dem Austauschstudium, das war Ihre Freundin und wir beide wissen das. Hä? Na, Ihre Studienangaben. Ich hab's nachgeprüft, Sie haben gelogen. Wie haben Sie... Es klickt deutlich hörbar. Oh nein, Sie sind's, der Bastard Operator from Hell. Leibhaftig, am Telefon und in Ihrem Account. Es wäre wirklich besser gewesen, nicht anzurufen, wissen Sie? Vor allem hätten Sie Ihren Usernamen lieber für sich behalten sollen. Tja, und dann hätten Sie dem Systemmanager keine so böse Mail schicken dürfen. Eine Mail, die ausdrückt, was Sie von ihm halten, in hübschen Bildern. Ich hab keine... So haben Sie nicht? Wer kann das noch sagen heutzutage? Keine Sorge, bald wird alles vorüber sein. Noch den Usernamen zurückändern? Blubbert er wie eine desynchronisierte PDP-11. Leben Sie wohl, sage ich überfreundlich. Ich denke, Sie sollten jetzt besser packen. Viel Spaß beim Neubeginn. Ich lege auf. 2 Sekunden später läutet das Telefon. Es ist der Boss. Er knurrt den Usernamen von wem wohl? Und etwas über eine schweinische Mail. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Später, im Abrechnungscomputer der städtischen Elektrizitätswerke, während ich die nächste Rechnung des armen Schweins um ein paar Nullen korrigiere, wundere ich mich wieder einmal über diesen hartnäckigen und unglaublichen Mangel an Urteilsvermögen. Welche Blödheit kosmischen Ausmaßes treibt sie immer wieder dazu, bei mir anzurufen? Noch später, als ich im FBI-Computer sein Foto von der www-Page in die gesuchten Liste kopiere, die mit dem Label dringend gesucht, bewaffnet und gefährlich, sofort schießen, komme ich zu dem Schluss, dass ich es wohl niemals wissen werde, aber das Leben geht weiter. Ein paar Stunden später sehe ich die GSG 9 sein Apartment umstellen und mir wird klar, für ein paar von uns wird es das nicht. Aber morgen ist ein neuer Tag. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch Kommentare und Likes und habt ihr es noch nicht gemacht, dann gerne auch ein Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Onkel Frisian, Geschichtenerzähler.